Es ist natürlich ungeheuer spannend, wenn etwas, was man jahrelang am Schreibtisch gedacht hat, jetzt zum Leben erweckt wird durch viele, viele hundert tolle und motivierte Mitarbeiter. Ich gehe auf die musikalischen Proben wie auch auf die szenischen Proben und es ist also ganz zauberhaft zu sehen, wie eine Geburt sich vollzieht. Eine Partitur abzugeben ist ja etwas ganz, ganz Schwieriges, weil man sie anderen anvertraut. Also man, das eigene Kind muss sozusagen alleine überleben in den Händen von anderen. Und mit großen Bangen und Zagen beobachtet das der Komponist. Immer mehr gibt es zurzeit zu sehen. Wir sind in der Phase der absoluten Formung und alle Elemente kommen jetzt in den Schlusswochen dann zusammen und dann werden wir sehen, ob sich die verschiedenen Bereiche gegenseitig befruchtet haben oder nicht. This is a work that nobody knows, of course, and it means that also in our approach to the work we can treat it much more like a piece of theater. What I like about this is that it's a genre of a piece that I don't really know any other piece in the opera world that is quite like this. And it's got great delicacy to it, from what I can tell. We have to be very careful. It's like, feels to me like sometimes when you work on those operas by Janáček, where you have a very short time to delineate certain characteristics of people and certain social commitments and links. And so we've got our eyes open to that as well. Oceane ist eine ganz interessante und ambivalente Figur, weil man eine Leidenschaft schildern muss in einer Frau, in einem Mädchen, die gleichzeitig mit ihrer Unfähigkeit zu lieben hadert. Sie fühlt und kann doch nicht fühlen. Sie hat eine ganz starke Beziehung zur Natur. Zum Beispiel kann das Meer mit ihr reden. Sie hört die Stimme des Meeres. Ihre Launen spiegeln sich in der Atmosphäre. Und diese sehr seltsame Figur zu gestalten und zu formen, das hat mich außerordentlich interessiert und angezogen. Very good. Thank you, brother. Thank you so much.